und guten Morgen hier bei mir auf meinem Kanal. Heute grüßt mich mal wieder täglich das Murmeltier, könnte man sagen. Mäuschen, du bist ja schon fertig. Geht's los zur Schule? Wartest du noch ein bisschen auf mich? Mama, was ist denn los hier? Och, meine Güte, man kann sich auch anstellen, ne? Heute, Mama kommt nicht mit, aber ich gehe heute zum nächsten Arzt. Denn jetzt ist das Ohr dran, trotzdem ich schon Schmerzmittel nehme und täglich bedröhnt bin, tut das trotzdem noch weh. Also, jetzt geht's los. Und da sind wir unterwegs zur Schule. Wir haben noch 4 Minuten, bis es klingelt und ich hier mit Kapuze, ne? Es ist schon ein bisschen kälter. 4 Grad hatten wir es heute. Du auch mit Kapuze. Und dann mit den schlimmen Ohren, mit den schmerzenden. Das ist mit Sicherheit eine Mittelohrentzündung, ne? Aber ich werde es gleich sehen. Dann bis nachher, ne? 6 Stunden. Tschüss. Bin wieder da. Wer noch? Bin da. Wer noch? Wollen wir gleich los? Es ist jetzt 8 Uhr. Und um 9 macht der Ohrenarzt es auf. Können wir uns noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Frühstücken. Staubsaugen. Und schon gibt's Frühstück. Porridge, Tabletten, Wasser. Toll. Und bei Marie gibt's eine Banane und ich soll sie nicht aufnehmen. Warum denn nicht? Nein. Tja, und ich soll sie nicht aufnehmen, weil sie noch nicht geschminkt ist. Scheiße, dann muss ich mich auch noch schminken. Oh Gott. Ach so, und meine tote Uhr, die müssen wir natürlich auch nochmal wiederbeleben. Irgendwie sehe ich hier gerade, die will ja eigentlich, ne? Da zuckt doch der Sekundenzeiger noch. Ich kenne mich damit nicht aus, aber vielleicht ist auch die Akkuspannung hier, die Batteriespannung nicht stark genug, um den zu bewegen. Oder da blockiert irgendwas. Die ist ja auch runtergeflogen, nachdem sie dann, das Zeitliche gesegnet hat. Oder kurz davor war. Und jetzt habe ich noch was anderes gesehen. Nämlich, wenn man hier dran dreht, um die Zeiger zu verstellen, dann dreht sich irgendwie nur der kleine Zeiger. Schnucki, wir wollen noch los jetzt. Dauert immer so, bis man loskommt. Darf ich dich jetzt aufnehmen? Bist du geschminkt? Nein, nicht mehr. Immer noch nicht. So eine schicke Mutti, ne? Dicker Fadi. Hust, hust. Und schon sind wir unterwegs. Hier der fiese Papi mit Brille und Kapuze auf. Kriminelle Verbrecher. Oh. Und die schicke Mutti. Ach so, Mutti. Ich darf nicht Mutti sagen. Die schicke Mutti ist auch mit dabei. Marie hat keine Lust, hier mit mir im Wartezimmer zu warten. Und wo willst du jetzt hin? Blümchen kaufen. Auto vorher. Okay, dann bis nachher. So, das war's jetzt hier mit dem Arztbesuch beim Ohrenarzt. Wieder ein Rezept für 2 Salben, die ich zusammenmischen und ins Ohr schmieren muss. Scheint irgendwie nichts Schlimmes zu sein. Mal sehen, wie das wird. Ich habe gerade eben noch mal in der Apotheke gefragt, mit diesen 2 Salben, was das auf sich hat, warum ich die zusammenmischen muss. In der einen Salbe ist Cortison, in der anderen Antibiotika und das soll ich zusammenmischen, damit die beiden Wirkstoffe halt ins Ohr kommen. Und das Ganze habe ich ihr dann auch erklärt, wie ich das machen soll. Nämlich zum Beispiel einen Zahnstocher nehmen und etwas Watte, die Watte dann um den Zahnstocher herum drehen und dann mit diesem Zahnstocher-Watteteil die Salbe mischen und ins Ohr. Da hatte die erstmal gesagt, oh Gott, mit dem Zahnstocher ins Ohr. Wie kann man? Ich vermute mal, das liegt daran, dass einfach, ich wundere mich gerade, ob da vorne ein Pferd steht, aber das ist ein Hund, der ist so groß. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass der Gehörgang irgendwie so geschwollen ist. So, das Ganze hat dann auch mal den ganzen Vormittag gedauert. Das ist jetzt schon nach 11 und wir haben die Uhr weggebracht. Wir waren beim Ohrenarzt. Wir sind dann auch wieder weg vom Ohrenarzt, weil da schon vor Öffnung eine Schlange stand. Da habe ich gedacht, das lassen wir lieber. Und dann gab es noch mal was für den Rücken. Wie so ein Rock, gefütterter Rock zum Umbinden, damit das dann schön warm ist am Rücken. Ist das ein Wolf? Und dann hat der Arzt noch erzählt, dass das vielleicht irgendwas mit Herpes sein könnte im Ohr. Und eventuell, wenn es noch schlimmer wird, dann soll ich wiederkommen, falls sich das noch zu einer Mittelohrentzündung ausweiten sollte. Ui, hier ist Haus der offenen Tür. Das wollte ich gerade sagen. Was ist hier los? Lüfte ein bisschen. Noch gerade eben, also vor 10 Minuten bin ich hier. Oh, dann hätten wir ja zusammen gehen können, ne? So, und meine Frau ist hier unter die Floristen gegangen. Das wollte ich gerade sagen. Hey, das sieht ja toll aus, was du hier machst. Ist das für mich? Nein, das ist für den Klassenlehrer. Okay, ich hätte es auch nicht haben wollen. Also Blumen und so, da sind ja so Pollen und mit Asthma und nee. Aber das sieht ja so schön aus. Ja. Und dann werde ich jetzt mal kurz in mein neues Röckchen reinschlüpfen. Ein Ding irgendwie zum Umwickeln. Also man steigt da irgendwie so rein wie in so einen Rock und dann soll das den Rücken wärmen. So sieht's aus. Also ich habe hier nochmal eine kurze Hose angezogen. Und jetzt geht's auch direkt gleich an die Arbeit. Also, ich weiß nicht. Naja. Soll ja wärmen. Und hier sieht's immer mehr nach Blumenladen aus. So, und da bin ich schon wieder unterwegs. Einmal erst von der Schule abholen. Und da habe ich ihn schon. Ja. Und er fragt mich auch direkt, was es zu essen gibt. Pizza! Ja. Max hat vorhin angerufen bei uns. Und? Die haben ja heute Lauftag. Mhm.
Er musste abbrechen. Wieso? Er hat es nicht geschafft. Und du hast es geschafft. Hä, wie jetzt? Wow, ihr kannst ihn nachher direkt fragen dann. Hier kannst du mich gleich wieder reinstecken. Und da sind wir wieder. Hier ist jetzt mein neues Wärmkissen. Also noch ein Wärmkissen. Sieht schön aus, ne? So richtig. Du bist ja gleich wieder gesund. Krank. Wir haben jetzt hier gerade gegessen, hier mein Schnucki und ich. Und Esch auch. Esch hat nicht aufgegessen. Also wenn es morgen schlechtes Wetter gibt, dann ist Esch schuld. Ich habe alles aufgegessen. Das hier ist noch für Max. Und Marie ist auch schon fertig. Übrigens, das mit dem schlechten Wetter, das stimmt gar nicht. Falls irgendjemand das kennt, das kommt aus dem Plattdeutschen. Ät man eins, klicks auf, dann gibt das morgen was schönes Wetter. Und alle, die kein Plattdeutsch können, haben immer gedacht, das heißt, ess man alles schön auf, sonst gibt das morgen schlechtes Wetter. Hab ich hier irgendwas am Mund? Sorry. So, und jetzt geht's an die Arbeit. Hab ich auch was am Mund? Was? Hab ich auch was am Mund. Marie hat nichts am Mund, die hat was am Hals. Die hat mich am Hals. Oh, Scheiße. Aber halt, bevor ich jetzt mit der Arbeit weitermache, komm jetzt erstmal. Was ist denn? Komm jetzt erstmal. Halt den Mund. Bla bla bla. So, bevor ich jetzt weitermache, gib's erstmal. Schnucki. Bla bla. Ich hab sie auch am Hals. Bevor ich jetzt weitermache, kommen erstmal meine Rückenübungen dran. Ich muss ja auch irgendwann mal wieder fit werden, ne? Obwohl mit 50 wird man dann nochmal fit. Ich habe jetzt alle meine Übungen durch und Ash fängt jetzt hier mit seinen Übungen an, ne? Was machst du? Hausaufgaben. Ja, was? Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie. Deutsch. Jetzt kommt Deutsch dran. Du, er macht Latein, so. Ja, eben. Er sagt nur Hausaufgaben. Also Latein vielleicht auch noch. Nee. Und ich werde mich jetzt mal wieder an meine Arbeit machen und da kann ich jetzt auch direkt noch mal wieder ein bisschen weiter vorne anfangen, weil nämlich dieses super Programm, das ich hier benutze, Magix Video Deluxe, einfach mal abgestürzt ist und ich habe es nicht gespeichert, also geht's von vorne los. Diesmal Kopfhörer, damit ich hier Ash nicht so störe. So, auf geht's. Er macht mir alles nach. Jetzt liegt er hier an der Erde. Er ist heute ein bisschen gelaufen und jetzt ist er auch 50. Gerade eben hat er mich gefragt, ob ich ihm hochhelfen kann. Und jetzt ist ihm das zu peinlich. Ich habe gesagt, komm, sag das nochmal, ich habe es nicht aufgenommen. Nee. Aber er macht es jetzt. Komm, ich helfe dir. Komm. Der 50-jährige Daddy mit Rückenschmerzen hilft jetzt hier dem 15. Komm hoch jetzt. Alles gut, ich krieg's hin. Komm. Und ziehen! Oh. Ein YouTuber hat es schwer. Was hast du denn gemacht? Zu viele Videos geschnitten, ne? Ja, genau. Wenn man zu lange am Computer sitzt, dann tut alles. Kannst du dich mal ein bisschen runter? Ich bin, naja. So, schon ein bisschen tiefer. Was tiefer. Denn? So? Ja, so ist gut, genau. Mama ruft jetzt bei der Not-OP an. Nein, Blödsinn. Also, ich wollte nur hier einen tollen Titel mit reinbringen. Not-OP! Nein, das mache ich auch nicht. Das ist kein Clickbait. Aber Mama ruft jetzt wirklich beim Arzt an, dass sie mal irgendwie mit ihm da, dass sie mal guckt, was das ist. Ich habe Angst, dass irgendwie. Nicht, dass er jetzt über Nacht 50 geworden ist. Bist du schon 50? Nee, so viel noch nicht. 15? Dein Körper hat das falsch verstanden. Ja, danke. Also. Ich würde gerne tauschen. Wollen wir tauschen? Weil es geht einfach nicht anders. Am besten kommst du gleich nochmal runter, weil runter ist noch schlimmer. Ja, wenn ich jetzt so hoch gehe. Oh, so geht's tatsächlich. Warte. Jetzt wollte er kurz mal zeigen, wie schmerzverzerrt er hochgeht und dann sind da gar keine Schmerzen, ne? So, Schmerzen. Ich muss so runter, aber jetzt ist es. Hump fällt mir dazu ein. Es tut einfach nur mega weh. Heul nicht so, bist doch keine 50. Ich bin 15. Ja, das zählt nicht. Ein bisschen älter. Armer Max, aber er wird das schneller wegstecken als ich. Ich werde da noch ein paar Tage mit zusammen sein, zusammenhängen, also mich quälen. Bis es dann hoffentlich endlich mal weg ist. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter hier am Computer sein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.